Zug ja auch. Oh. Ah, auch wieder was so auf den Rücken geht. Over and out. Face Adjustment. Das klingt gefährlich. Ah. Oldschool Beat. Ah, schöner Backbreaker. Kein Vorspiel. Alter Verwalter. Oh, die Entscheidung ist echt schwer. Die ist echt schwer. Crash Attack. Ach, so ein schöner Bärhack-Finisher. Oh. Olli. Würde ja passen, ne? Oh. Der Eisberg. Ah, nicht schlecht. Ja, ich glaube, ich lasse das erstmal. Good job. Bisschen. Oh, der siebte Himmel. Gauntlet Power Plant. So gehen wir denn mal hin. Slick Rick. Ja. Legen wir uns mal mit Slick Rick an, würde ich sagen. Das war das Power Plant hier für uns erobern. Ja, ich nehme an, das konnte er nicht sehen, wa? Any last words, Punk? Your time's up, little man. Keep clear the fight area. You got another fight ready to go. So, dann zeig mal, was du kannst, Slick Rick. Weil das sah schon mal nicht gut aus. Ah, das war schon besser. Ach, feiern solltest du nicht. Also, ich bin zwar überheblich geworden, aber ich feier noch nicht rum, wenn mir mal ein Move gelingt. Dann passiert sowas mit dir. Ja. Ich glaube, wegen mir müssen die bald noch ein 10. Krankenhaus in New York bauen, oder ich weiß nicht, wie viele es da gibt, aber vielleicht gibt es auch schon weitaus mehr als 10. Boah, schöner Chokehold hier. Naja, aber machen wir mal Feierabend hier. Ich habe noch ein paar andere Termine heute, tut mir leid, Slick. Und nein, wir lernen leider nicht mehr Siegessprüche als die paar, die ihr jetzt schon 100-mal gehört habt. Aber naja, ich muss halt eben auch ein paar 100 Matches gewinnen, ne? Ach ja, ist das herrlich, wenn man den Leuten schön die Fressen wegtreten kann, ohne selber in Gefahr zu raten. Also, ja, kommt nur, wer will als nächster was? Vielleicht mal eine Cutscene wieder oder so? Nee, aber... Oh, da traut sich jemand uns zu benachrichtigen. Ach, es ist Blaze. Hey, good looking last night. D-Mob would be proud, man. Das ist gut zu hören. D-Mob wäre stolz auf uns. Yo, it's Snowman. Yo, man, I just got a new shipment. You gotta come check it out. Hey. Ach, okay, haben wir wieder neue Klamotten. Hey, this is Rollins. How come you're not down at the gym? Kumpel, ich bin jeden Tag im Gym. Trust me, you gon' owe me money. That's what's up, man.
Ach man, ey, geh mir doch jetzt nicht mit so einem Piss auf die Nerven, ey. Der kommt, kann überhaupt gar nicht schneller vorankommen als wir. Baby Chris. Wir haben doch alle anderen Clubs erobert. Also, was will der denn noch großartig holen da? Sei denn, der war jetzt bei Crow persönlich, aber dann wird er noch, wenn er das bei dem persönlich war und den platt gemacht hat, dann wird er auch ein bisschen mehr angeben. Also, würde ich zumindest machen. Und ich wette, er steckt da auch nicht zurück. Naja, gehen wir in unseren schönen Stripclub hier. Wir sind Baby Chris vermöbeln. Baby Chris. Check them hoes soon. You can't stack up to me. Hey, you think you're gonna come in my house and take my shit? That ain't happening. Nee, dein Shit kannst du behalten. Ich frag mich nur, wie wir hier überhaupt reingekommen sind. Ja. Kann nur durch unsere Kontakte sein. So. Zack. Begibt sich in die Welt des Schmerzes. Der gute Baby Chris. Vielleicht sollte er nochmal wiederkommen, wenn er sich gesteigert hat zu Junior Chris. Ach ja, ach komm. Warum versuchst du es eigentlich? Man hat doch überhaupt keinen Zweck. Oh shit. Ja, lauf besser weg, Kumpel. Du bringst mich besser um, Kumpel, sonst hast du keine Chance, hier als Sieger rauszugehen. Them skills. Ja. So, und das war's für dich. Tschüss. KO. Also der gute Crow müsste doch mal langsam richtig, richtig Schiss kriegen, dass wir ja jetzt durch seine Lakaien da durchflügen. Der wird auch Schiss haben, denn er hat sich eine ganze Weile jetzt ja bei uns nicht mehr gemeldet. Oder was meint ihr? Dem sollte doch das ein bisschen auf die Nerven gehen, ne? Dass wir seine Leute alle ins Krankenhaus schicken. Nee, aber er meldet sich immer noch nicht. Naja. So. Dann gehen wir mal ins Gauntlet. Ah, ich fühle mich irgendwie so ein bisschen danach. Ja. Gehen wir mal ins Gauntlet und, ja. Lil Flip. Der macht gleich einen schönen Flip, bevor dann die Lichter für ihn ausgehen. Das ist Gauntlet, das ist, glaube ich, auch ein Tür-Art-Turnier, wo wir ein paar Kämpfe hintereinander machen. In so einem zusammengebastelten Oktagon. Obwohl, es hat er noch ein paar mehr Ecken. Oh, willst du mir was über meine Mutter sagen? Da bist du bei mir an der falschen Adresse, glaube ich. Ah, komm, zeig mir jetzt, wie du zuhauen kannst. Mann. Ah, okay. Zeit der Freischläge ist vorbei, Kumpel. Ja, vor allem nicht für dein Ding, was sich Gesicht nennt. Ja, und das könnte eigentlich schon der Anfang vom Ende sein, ne? Mal eine kleine Kickbox-Kombo da einsetzen. Schwachen Griff. Aber jetzt hat er schon zu viel wieder von seiner Gesundheit erholt. Naja, das wird diesmal nichts mehr. Vielleicht können wir dann ein einzelnes Special. Nee. Scheiße! Ja, scheiße, mal so schnell kann sich das Blatt wenden. Das wäre jetzt vielleicht ein schöner Enkellock.
Aber hey, dann machen wir eben den Angle Slam. Ohne die Drehung. So, ich glaube, ja, wir können uns eigentlich ins Gitter rammen schnell, dann ist das Ding eigentlich schon gegessen. Ja. War gar kein Special nötig für ihn, ne? Also, ist auch ein bisschen zu schade für jemanden wie ihn, oder? Er ist ja nur Little Flip. Vielleicht sollte er nochmal wiederkommen, wenn er Big Flip ist. Dann, wenn er die Achterbahn für die großen Jungs mitfahren darf. Dann könnte es mal weitergehen. Game over. Oh. Ist anscheinend sein Motto. Naja, so, wer ist denn der oder die Nächste? Wir treten eigentlich nur gegen Männer an. Also der Nächste. Ich weiß überhaupt gar nicht, ob das hier möglich ist. Oh. Whooped that ass. Yo, what's up? They're lighting up, man. The plan's working. Is it? I mean, sure, we're winning some fights, but how do we know we're getting the crow? So that's your ride, huh? No wonder you wanted this one so bad. Hey, yo, shut up and listen, man. Right? Crow wants you to stay up out his clubs, B. That's it. Or what? Or we gonna give you a dirt nap. You tell Crow, if he's tired of losing, maybe he should find himself a real fighter. Oh, so you're a real fighter, huh? Let's see how well you do fighting on your own. Okay, Busta Rhymes fordert uns heraus. Ihm war die letzte Lektion wohl nicht genug. Ja, und jetzt treten wir an gegen ihn in einem Automatch, wo es unter anderem auch darum geht, dass wir den Gegner auf die Karre des anderen oder auf seine Karre draufhauen, damit die schön kaputt geht. Getting ready for action. Oh Gott, nein, Vorsicht, Mann, den, ja gut, den brauchen wir gar nicht abbezahlen, den haben wir gewonnen. Oh Mann, meine schöne Windschutzscheibe, Junge, das willst du mir büßen. Oh nee. Ach Gott, verdammte Axt nochmal, ey. Komm her, du. Ach, scheiße. Nee, ey, nicht gegen Busta Rhymes. Hauen wir noch in unsere eigene Karre rein. Ja, was soll's. Haben wir noch Kohle für eine neue, oder? Naja, erstmal du. Jetzt geht's hier mal deinem Ding hier an den Kragen. Hier. Also mit einer heilen Windschutzscheibe kommst du mir nicht nach Hause. So, und nochmal. Das ist dann wohl der Ausgleich, hä? Könnte ich den ganzen Tag so weitermachen, du Kollege. So. Gibt's die nächste Fahrkarte für dich? So, bei ihm ist die Windschutzscheibe draußen und wahrscheinlich auch die Luft ist bei ihm drauf. Obwohl in seinen Reifen ist. Ja, in seinen Reifen ist wahrscheinlich mehr Luft drin als bei ihm. Heiße Luft. Ah. Nee. Scheiße, ich habe noch kein Special gekriegt. Scheiße, wie lieber. Ja, seine Karre ist anscheinend so hässlich für ihn, dass er schon wieder uns kaputt machen will. Boah. Oh, fuck. Das wird mir doch ein bisschen enger, als mir lieb ist. Naja, komm hier. Das war dein Scheinwerfer, Kumpel. Noch schnell das Special. Und dann noch schnell einen Special Move bei ihm anbringen. Ja, das war's. Ja. Seine Karre ist gut im Arsch. Im Gegensatz zu ihm haben wir noch unsere Windschutzscheibe. Da müssen wir aber mal Carglass anrufen und dann geht das Ganze wieder, ne?
Wenn wir so freundlich sind, können wir das für ihn ja, können wir das für ihn ja gleich auch noch regeln lassen. Nur bei ihm hilft ja nicht mehr das Ausbeulen mit der K-Glas-Technologie. Still think we ain't getting the crow? Ja. Also Busta Rhymes ist ja, glaube ich, einer seiner besten Männer, oder? Oder ist er auch nur so der unterste Private von ihm? Naja, neue Nachrichten. Vielleicht von Busta Rhymes. Jo. You're gonna pay for wrecking my ride, bitch. Buh. Hey yo, what's up, yo? This is Doc. I saw your fight last night. Good looking out, dog. We keep this up and Crow gonna be history. Talk to you soon, peace. Okay, ist auf einmal wieder freundlich. Magic messed up. But you better heed that advice. Stay out of my club before we toe tag your monkey ass. Ah ja. Also der gute Crow, dem wird Angst am Bammel, er muss uns. Ciao, hey man. You know what? This thing might work out after all. You and Doc got Crow all messed up. Hit me back. Der gute Crow, dem fallen auch nur noch solche Sachen ein, wie halte ich aus meinen Clubs raus, obwohl wir ja am Gewinnen sind. Ja. Hey, how's it going? Hat nicht mehr viel zu bieten, der kleine Mann, wa? No pain, no gain. 6500 Eier, ja, da wollen wir doch mal ein bisschen hier. Also nicht das, was nötig hätten, ne? Nee, Scherz. So, hier ein bisschen lower strength. Now you're a force to be reckoned with. Ah, okay. Siebter Himmel. Shop. Schon wieder? Oder, ne, da haben wir. Ach ne, da haben wir ja den Tag Team Kampf gemacht. So. Müssen wir mal wieder hier einen Locos runterspülen. Der hat auch noch nicht genug. Hat der gute Crow hat anscheinend keine Männer mehr. Er muss seine alten, die schon die Fresse dick haben, mit Steroiden wieder zusammenflicken, damit die nochmal wieder in den Ring steigen können, ne? Und Magic ist er da jetzt, oder Busta Rhymes. Der ist ja auch jetzt gut mit dabei. Naja. Any last words, Punk? Come now. I know you ain't serious. You about to get sneeze mash. It's looking serious out there tonight. Ach komm, du. Das war wirklich retarded, was er da macht. Ja, zugegeben, unser Griff daneben, der war auch nicht so toll, aber hey. Ich frage mich eigentlich, ob die alle versichert sind. Also bei ein paar könnte ich mir das nicht vorstellen. Könnte das ganz schön teuer werden, mal wieder in den Ring zu gehen, oder? Oh! Das geht auf den Kreislauf, mein Freund. Okay, ja. Wir hätten es eigentlich gerade einen Schuss machen können. Kickbox-Kombo. Zack. Time to take notice. You got no skills. Nee, wenn du davon platt gemacht wirst, dann hast du echt keine Skills. Ja, ich glaube, im Krankenhaus ist gerade wieder ein Zimmer frei geworden. Oh yeah, baby. So, who's next, stellt sich die Frage dann. Soll uns mal so ein T-Shirt drücken, wo who's next draufsteht. Ne? Ich glaube, das sowas gab es noch nie, oder? Oh, Nachrichten für uns. Ah, neue Frisuren. Yo, it's Stingray. I learned some new styles I think you're gonna like. Come on in, let me show you. I don't see why we gotta be enemies like this. Powerful men like us. Should join forces. We should squash this beef and get together on things. We can make a lot more money as a team. Give it some thought. Oh, jetzt will der gute Crow uns sogar rekrutieren. Der hat wohl echt die Hosen voll.
Er sieht wohl keine andere Wahl mehr. Musste ja irgendwann kommen. Werden wir jetzt zur dunklen Seite der Macht überlaufen? Oh Mann, Freeway. Hübscher Bart. Hm. Können wir uns nochmal angucken. Ah, naja, nee, ja, wir können ja die Bartfarbe leider nicht ändern. Oh, hier! Yes. So ein paar hübsche Schweineschwänzchen. Shaggy.